Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schemeier, Paartherapeut, Psychotherapeut und das ist mein Videoblog rund um die Themen Dating, Beziehung und Liebe. Heute mit einem Gast, Gianna Baccio, Sexualpädagogin, Flirttrainerin, Podcasterin, hat auch einen tollen Podcast, den wir sicherlich hier unten drunter verlinken werden, Expertin für Liebe und Sexualität. Und ich dachte, wäre mal ja, schöne Einladung, schönes Thema für unseren, für meinen Liebeschip-Podcast beziehungsweise YouTube-Kanal. Und wir werden gleich sprechen über Dating, Liebe, Sexualität, Kinder, Corona. Und vorab gerade noch, ja, geht ja jetzt los im April. Die Selbstliebe-Challenge Advanced kann man auch direkt einsteigen. Ex-Detox-Kurs und ganz neu ein 30-Tage-Liebes-Challenge für Paare, die man online machen kann. Findet ihr alles auf liebeschip.de. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Gianna Baccio. Ja, genau, dann herzlich willkommen, Gianna Baccio, auf liebeschip.de. Freue mich, dass wir uns mal interviewen. Habe schon auch viele von deinen Podcasts gehört und dachte mir, ja, das ist ja mal eine spannende Geschichte. Willst du erstmal ein bisschen erzählen, was du so machst, vielleicht? Ja, total gerne. Zumal du selber, glaube ich, auch aus Hamburg kommst. Ja, genau, stimmt. Ja, Aber in Zeiten von Corona kann ich genau, geht's ja leider nicht auch nicht anders. persönlich treffen. Ja. Ansonsten, ja, hiermit auch eine herzliche Gegeneinladung zu meinem Podcast. Also würde ich dich Danke. auch mal gerne zu deinem Buch interviewen. Aber okay, jetzt erzähle ich erst mal was über mich selbst. Also ich bin Jana. Ich wohne, wie ich gerade schon gesagt habe, in Hamburg. Mit Kind und Kegel sozusagen. Ich habe einen 15 Monate alten Sohn. Und das hat mein Leben jetzt nochmal ganz schön durcheinander gewirbelt. Davor war ich, oder ich bin halt Sexualpädagogin. Ich arbeite als Coach für Frauen. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema weibliche Masturbation und habe so im Laufe der Zeit, also ich mache das Ganze jetzt seit 10 Jahren und habe aber so im Laufe der Zeit halt angefangen mit Sexualaufklärung für Jugendliche und junge Erwachsene. Aber gemerkt eben, dass mein Hauptschwerpunkt auf dem Bereich Frauen und weibliche Sexualität liegt. Und da gehe ich gerade total drin auf. Merke aber jetzt auch gerade so durch die Geburt und so weiter, dass auch noch andere Themen dazukommen. Aber es passt halt voll so zum ganzen Thema Weiblichkeit. Ja. Und genau, das ist das, was ich momentan mache. Du hast es selber schon gesagt. Ich habe auch einen Podcast, den ihr auch auf allen, ja, Medien, die ihr so kennt, wo ihr Podcast sonst konsumiert, hören könnt. Der heißt Love Your Sex. Da rede ich nicht nur über weibliche Sexualität, sondern auch viel über Paarsexualität. Und das ist gerade so das, was ich tue. Die aktuellen Projekte, die ich so mache, die sind noch nicht so ausgereift, als dass ich darüber jetzt viel sprechen könnte. Aber auf jeden Fall wird jetzt, also ich habe jetzt gerade wieder sehr viel Luft, dass ich Neues machen kann. Und da habe ich auch ganz besonders viel Bock drauf. Sehr schön, ja, es hört sich echt spannend an. Und berätst du denn auch so Paare oder Einzelpersonen eigentlich? Oder wie sieht das so aus? Dann. Ja, also es ist schon so, dass ich mehr Einzelpersonen berate. Ich habe, Ja, okay. bevor ich mich so voll auf das Thema weibliche Sexualität fokussiert habe, habe ich auch Flirt-Training gemacht und als Buch gelesen habe, kam mir doch schon einiges da bekannt vor. Da habe ich ehrlich gesagt vor allem Männer beraten und habe Das glaube ich. Flirt-Coachings gegeben. Auch also genau, da habe ich eben auch Männer und Frauen gemeinsam beraten und habe hier auch Trainings angeboten zum Thema Flirten. Da sind wir auch rausgegangen, haben Menschen angesprochen und so, was man dann halt so tut, ne, um wirklich mal in Fahrt zu kommen. Und ja, dann hat sich das im Grunde auch wieder verändert. Aber ich berate jetzt zurzeit Einzelpersonen. Okay, spannend. Ist es denn, da würdest du eigentlich so sagen, dass Männer irgendwie die schlechteren Dater sind? Sind da Frauen irgendwie besser so? Oder sind Männer da
verbildeter von den Medien. Das ist ja so ein Gefühl, was ich oft habe, irgendwie immer so. Also ich glaube, es fällt beiden Geschlechtern, würde ich sagen, gleich schwer, aber aus unterschiedlichen Motivationen heraus. Also Frauen, ich meine, es herrscht ja immer auch noch so, dass Klischee oder der Wunsch vielleicht auch vor, dass Männer die Frauen ansprechen aus weiblicher Sicht, ne? Dass Ja. die Frauen dadurch vielleicht eher so das passivere Geschlecht vermeintlich sind und Männer sich dann aber wiederum auch so unter Druck gesetzt fühlen, dass sie sich überhaupt gar nicht trauen und totale Hemmungen haben. Ja. Frauen wiederum haben dann auch Schwierigkeiten damit, den ersten Schritt zu machen. Und ich kann jetzt aus meiner Beobachtung, aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass eher ältere Frauen solche Flirt-Workshops besuchen und eher jüngere Männer. Ah ja, okay. So, also ich Spannend. glaube, dass da eher vermehrt Frauen vielleicht aus, weil sie vorher eine Partnerschaft hatten und jetzt wieder rausgehen und Männer kennenlernen oder auch Frauen, aber eben Menschen kennenlernen wollen und da aber merken, wow, krass, ich habe es aber so lange nicht mehr gemacht, wie geht denn das jetzt eigentlich? Und ja, so tendenziell würde ich aber sagen, Männer, die eher wenig Erfahrung hatten, die wollen es nochmal so von Grund auf lernen und so die Basics kennenlernen. War zumindest jetzt meine Erfahrung. Ja. Und würdest du sagen, Frauen mögen das so, auf der Straße angesprochen zu werden oder im echten Leben oder du als Frau, was würdest du so sagen? Macht das einen Mann attraktiv irgendwie, wenn er den Mut hat, so? Ja, also durchaus, weil das zeugt von Selbstbewusstsein und es zeugt auch von dem Wunsch und dem echten Bedürfnis, dass hier jemand Interesse an mir hat. Und das setzt einfach so einen gewissen Standpunkt oder setzt einfach so eine Klarheit in den Raum, die, glaube ich, sehr attraktiv ist. Aber sowohl für Frauen als auch für Männer. Also ich würde da jetzt einfach mal behaupten, Männer Männer finden es auch mögen das, finde attraktiv, das wenn auch gut. Frauen. Finde ich, glaube Ja, oder? ich auch. Also, Ja, genau. absolut. Ist ja auch so ein Irrtum, dass Männer das nicht mögen. Also ich finde das totaler Quatsch. Natürlich mögen Männer das, ne? Also ist überhaupt keine Frage. Ja, Ja. es ist halt echtes Interesse, was da bekundet wird. Und ich glaube, das findet einfach jeder spannend und findet jeder gut. Das ist ja wie auch so eine Art Kompliment, die man da Ja, gemacht bekommt. total, ja klar. Wie findest du denn so dieses Thema? Also ein Thema auf meinem Kanal ist da viel diese Polarität, ne? Also dieses, ist der Mann auch wirklich der Mann, Frau die Frau, wie wichtig findest du das? Hast du das Gefühl, dass ist das besser, schlechter geworden, so jetzt mit dem Zeitgeist irgendwie? Wie ist da so deine Meinung zu? Also zunächst einmal muss ich jetzt hier vorwegsetzen, dass ich absolute Feministin bin. Ich bin für Okay. Gleichberechtigung, Ja das klar, auf das jeden ja Fall. auf jeden Fall. Aber zur gleichen Zeit habe ich zumindest in meinem Leben die Erfahrung gemacht, dass ich von Männern angesprochen werde, die mit diesen männlichen Attributen auch in Zusammenhang stehen. Also sowas wie Stärke, vorausgehen, also richtungweisend zu sein. Ich habe da in einem einjährigen Seminar viel drüber gelernt, über die Archetypen, habe da viel über mich herausgefunden und habe da auch gemerkt, doch, das ist was, was mich absolut anspricht. Und das ist ja so dieses, okay, das wird der Weiblichkeit zugeordnet, das wird der Männlichkeit zugeordnet. Ich glaube, was wir dann häufig verwechseln, ist, das eine ist die Frau und das andere ist der Mann. Nee, weil weibliche Attribute kann natürlich auch der Mann haben. Absolut, Und sage wenn ich er auch die immer. auslebt, Ja. ist das auch total attraktiv und gehört ja auch so dazu. Also, aber es geht um so eine, ja, ist auch schon so ausgelutscht, dieses Wort, aber um so eine Authentizität, also dass ich halt mich als Frau auch traue, meine männlichen Anteile zu leben und gleichzeitig aber auch mich durchaus traue, weiblich, also feminin zu sein. Ich glaube, da müssen wir halt wirklich noch viel mehr diese Unterscheidung machen. Das eine heißt nicht Frau, das andere heißt nicht Mann, sondern du hast absolut beides in dir, aber tendenziell haben Frauen eher mehr weibliche Essenz, so drücke ich mich zumindest aus, in sich und Männer mehr männliche Essenz. Und wenn sie sich trauen würden, das auszuleben, glaube ich, kann sich das sehr, sehr gut befruchten, weil ja, ich bin absoluter Verfechter von Polarität. Ich meine, wir sehen es auch in unserem Außen ständig. Das eine würde nicht ohne das andere existieren. Und deswegen sage ich auf jeden Fall, wenn es diese zwei Pole gibt in einer Beziehung, glaube ich, kann das sehr, sehr gut funktionieren, wenn wir uns trauen, sie auszuleben. Ja. Ja, genau, und das finde ich auch ein super spannendes Thema, dass ja,
Ja, das polarisiert, also es kann ja auch sein, dass der Mann sozusagen in seiner weiblichen Essenz ist und die Frau in der männlichen, das klappt trotzdem prima irgendwie, ne? Das, ja, absolut. Ja, Genau. Ja, genau. Also das eben kann ja auch total gut funktionieren. Aber ich glaube, es braucht so eine gewisse Polarität, damit auch die Spannung überhaupt erzeugt werden kann, ne? Ja, Damit genau. diese Verbindung und Anziehung da ist. Ja, das denke ich auch. Ja, das ist echt ein spannendes Thema. So, jetzt liest man ja so in Studien, weiß man natürlich immer nicht, ob das so stimmt, aber dass die Menschen oder die jungen Menschen heutzutage viel weniger Sex haben als die, sag ich mal, meine Generation, keine Ahnung. wie erlebst du das so oder hast du so eine Idee, woher das kommen könnte, so, woran das liegt? Ja, ich habe da so meine Vermutung. Oh Mann. Ja, also wenn ich mich jetzt mal so umblicke und wenn ich mir angucke, was wir, ich meine, ne, das hier, das Handy ist irgendwie allzeit bereit und wir verbringen so viel Zeit damit. Wir verbringen also sehr viel Zeit im Außen, im uns vergleichen, im gucken, was ist denn eigentlich um mich herum. Wir werden ständig auch von Bildern umgeben, die uns sagen wollen, wie wir zu sein haben, wie wir aussehen sollen, was wir für Produkte brauchen, damit wir glücklich sind, damit wir schön sind, damit wir vollkommen sind. Also wir sind ganz viel in diesem Außen, oh Gott, ich brauche doch noch, ich brauche doch noch. Also in uns scheint so ein ganz großer Mangel zu sein und ständig auch dieses Gefühl vermittelt zu bekommen, du bist so, wie du bist, noch nicht okay. Und das führt dazu, dass wir total abgelenkt sind eigentlich von vielen äußeren Einflüssen und wenig bei uns selbst sind. Und ich glaube, dadurch kommt es schon, dass wir wenig auch dieses Gefühl haben zu unserem Selbst, zu unserer eigenen Lust, zu unseren eigenen Bedürfnissen, unseren eigenen Wünschen. Wenn ich ein Seminar mit Frauen zusammen mache, ist der Effekt, der am häufigsten hervorgerufen wird, der, dass Frauen sagen, boah, zum ersten Mal spüre ich mich selbst und spüre selbst, was ich eigentlich will. Und das kriege ich jetzt wieder eine Gänsehaut, weil das berührt mich so sehr, Schön, weil ja. ich denke, wow, also dass wir das so, oder, aber es ist für mich kein Wunder, dass wir da so und so schnell auch verlieren. Das so funktioniert leider unsere heutige Gesellschaft. Und ich finde, es gibt jetzt auch so einen Wandel gerade hin zum Thema Achtsamkeit, hin zum Thema Innenschau und Thema Selbstliebe. Und ja, das finde ich, das weist in eine sehr, sehr positive Richtung. Aber für mich ist es deshalb kein Wunder, warum jüngere Menschen weniger Sex haben. Und da auch sehr viel eben von äußeren Eindrücken auch wieder beherrscht sind. Der Sex muss so und so laufen, damit er gut ist. Also das geht ja häufig dann nur um die Rein-Raus-Penetration. Aber es wird wenig darauf geschaut, was gefällt mir denn eigentlich? Und das, da würde ich halt mehr so an den Menschen rütteln und sagen, jetzt guck doch mal lieber da drauf, ne, was dein Wunsch, dein echtes Bedürfnis eigentlich hier ist. Und ich Ja, glaube, dass kann ich mir da vorstellen. ältere Menschen vielleicht noch ein bisschen, ja, da, wie siehst du das denn? Also was glaubst du denn, warum ältere Generationen mehr Sex haben? Machen die sich weniger einen Kopf? Also ich sehe es eigentlich auch, habe auch das Gefühl, dass irgendwie Handys und Medien damit zu tun haben. Also man sagt ja auch, dass die Menschen im Osten früher mehr Sex gehabt hätten als im Westen so. Also wo man einfach ja mehr Kontakt hat, mehr aufeinander und diese Ablenkung durch Fernsehen, Handys, also ist sicher eigentlich genauso. Und dann, also ich habe das Gefühl, wir leben in so einer sozusagen übersexualisierten Gesellschaft durch diese Medien, aber sind gleichzeitig so underfucked sozusagen irgendwie, ne? Also weil dann, klar, man sieht, also ich sehe das eigentlich relativ wenig, man sieht überall diese so Normbilder vielleicht auf Instagram, ich weiß nicht was, oder wie es sein soll, und dadurch entsteht ja so eine Norm, die einem für einen selber ja überhaupt nicht passen muss, quasi, ne? Also weder kann man vielleicht diese ganzen Filternormen, Instagram-Filternormen erfüllen, oder fühlt sich dann vielleicht nicht gut genug noch, weiß ich nicht, also wenn vielleicht Menschen für die Pornos konsumieren, die haben ja auch alle mehr oder weniger den gleichen Ablauf, dass sie dann denken, muss das denn jetzt genau so ablaufen, irgendwie, keine Ahnung, so, ne? Und man will vielleicht eine ganz andere Sexualität, Ja. ne? Ja, denke ich auch. Das, Ja, das ist ja, keine unbedingt lustbringende Kultur, die wir da Nee. gerade haben, ne? Also wenn ich bei mir selbst bin, in mich hineinfühlen kann und spüren kann, wo spüre ich gerade meine Lust, wo spüre ich gerade meine Erregung, dann kann da auch irgendetwas entstehen. Aber wenn ich ständig im Außen bin, das ist halt nicht gerade lustförderlich. Und wenn mir auch ständig weiß gemacht wird, ich bin halt noch nicht vollkommen, ja, ist Ja, halt auch so, das, dann kontrolliere ich mich natürlich auch beim Sex.
Ich gucke ständig, oh Gott, wirft ja auch gerade Falten, oh Gott, sieht mein Partner womöglich, dass ich Zellulite habe, ne? Das ist alles irgendwie nicht gerade auch geil. Ja, in der Psychologie gibt es ja so eine Gegenbewegung von diesem, kennst du vielleicht auch diesen David Schnark, ja, dass der sagt ja, dass ältere Leute viel besseren Sex haben, eben weil sie viel mehr bei sich sind, mehr in ihrer Autonomie sind, Ja. mehr gefestigt sind in ihrer Persönlichkeit. Also das kann ich mir auch vorstellen. Und dass es dann immer weniger eine Rolle spielt, wie wirke ich oder wie sehe ich aus, sondern genau, was du auch sagst, was will ich eigentlich gerade, ne? Oder was will ich auch von dir jetzt so, ne? Ja. Das ist, Das sagen ja auch viele ältere Leute, dass sie halt mit der Zeit gelernt haben, viel, viel gelassener mit sich selbst, mit ihrem Körper zu sein, weil sie im Grunde eh, also ne, wir können eh nichts dran ändern. Unser Körper wird älter, er ja, klingt so blöd, aber er verfällt, ne? Also er ist dann nicht mehr so straff und so weiter. Und da einfach zu sagen, hey, es ist so wie es ist, kann jetzt nichts dran ändern. Ich glaube, dass das viel Ruhe und Gelassenheit mit reinbringen kann, auch viel mehr sich fallen lassen fördert. Ja, spannend. Und dann kann ich mir vorstellen, meine Zuschauer interessiert, was machst du mit den Männern in so Flirt-Trainings? Das kann ich mir vorstellen, interessiert meine Zuhörer brennend. Ja, also zurzeit, wie gesagt, biete ich eben diese Coaching in der Form nicht mehr an. Aber was ich mit denen gemacht habe, ist auch da erstmal zu gucken, ja, was gefällt dir denn eigentlich? Bist du vielleicht auch eher von äußeren Bildern beeinflusst, die dir sagen, du musst die und die Partnerin haben, damit du ein guter Mensch bist? Oder, ne, also da habe ich häufig dann auch gemerkt, dass Männer, dass wir auf äußerliche Kriterien gucken Kann man und sagen, unter dem, also die Messlatte ist sehr, sehr hoch gesetzt, ne, und unter dem geht dann irgendwie so gar nicht. Und da auch mal zu gucken, was steckt denn da eigentlich hinter? Und da stecken häufig dann auch ja, psychologische Themen da drunter und da zu gucken, dass wir möglichst die Hemmschwelle auch tief setzen und mit einfachen Dingen anfangen. Also eben weil wir so häufig abgelenkt sind durch Medien, ist es für uns total ungewohnt, einfach auch mal durch die Stadt zu laufen, Menschen anzugucken, Augenkontakt Ja, einfach aufzunehmen und Augenkontakt, auch mal zu ne? lächeln, ne? Also es sind solche Basics eigentlich, die man auch mal so unterwegs machen kann, in der Bahn, auf der Busfahrt eben nicht aufs Handy zu gucken, sondern sich doch mal die Mitmenschen anzugucken. Und da auch erstmal für sich zu checken, okay, welche Menschen gefallen mir rein optisch, welche Menschen sehen aber auch vielleicht offen aus, sehen humoristisch aus, also so mehr Gespür dafür zu bekommen, was macht die Mitmenschen eigentlich aus? Und da auch mehr natürlich letzten Endes ein Gespür für sich selbst zu bekommen. Und die meisten merken dabei, wow, krass, ich hätte gar nicht gedacht irgendwie, dass mich dann doch so viele Menschen hier ansprechen. Und es muss auch gar nicht dann das unbedingt angestrebte Geschlecht sein, sondern viele sagen auch so, beispielsweise jetzt als heterosexueller Mann, dass sie auch durchaus von anderen Männern angesprochen werden, in dem Sinne, dass sie auch sagen, hey, der sah total nett aus und ich habe dem einfach dann mal ein Kompliment gemacht. Darum geht es dann auch, eben auf Leute zuzugehen und auch ein wirklich ernst gemeintes, nettes Kompliment zu geben. Nicht unbedingt auch nur auf Äußerlichkeiten bezogen. Naja, das ist wiederum ein anderes Thema, aber sonst auch mal Ja, kann ja auch auf sagen, du siehst Ausstrahlung oder aber genau. Ja, frisch verstehe aus, schon. ne? Ja, Oder genau. frisch aus, du siehst irgendwie glücklich aus. Genau. Und das setzt dann auch schon die Hemmschwelle wesentlich tiefer, nachher zu dem letztendlichen Flirt zu kommen. Weil was ja häufig passiert, ist, dass der Flirt mit ganz vielen Emotionen besetzt ist, mit ganz viel Druck, mit ganz viel, na, jetzt fehlt mir das Wort, also so ein Flirt, der muss ja irgendwie jetzt funktionieren. Und wenn wir aber anfangen, so ein Flirt zu etwas völlig Normalem zu machen, dass ein Flirt eben einfach schon jeden Tag passieren kann. Wir können mit jedem hier in der, ja, ist im Moment nicht bei Corona, aber ansonsten können wir halt stehen, in der Bahn sitzen, im Bus sitzen, mit Menschen flirten und da muss gar nichts sein. Ne? Also dadurch, dass das auch wiederum sehr sexualisiert häufig ist, weil daraus könnte ja jetzt die Partnerschaft für mein Leben entstehen. Puh, ist das natürlich auch wow. Also wie soll ich das denn Ja, los? Wenn das aber was ganz Alltägliches ist, und das ist ja mit allem so. Also das Fahrradfahren haben wir ja auch nicht von jetzt auf gleich gelernt, sondern es war ja auch. Und Sex ist auch etwas, was wir lernen können und was ja häufig, also was die meisten ja auch sagen, dass guter Sex erst mit der Zeit entsteht. Mit Ja. den meisten Menschen haben wir nicht von Anfang an guten Sex, sondern das ist auch
ja, etwas, was sich entwickelt. Und so ist es Ja. auch mit Flirten. Ja, das finde ich total, ja, das finde ich total spannend. Also, das ist auch ein Tipp, den ich auch mal so gehört habe, ich auch mal gerne weitergeben, einfach mal anfangen mit Augenkontakt. Ne? Klar, diese Vorstellung, boah, ich muss jetzt die Frau ansprechen oder den Mann, ist vielleicht überwältigend, aber zu sagen, hey, ich mache einfach mal mehr Augenkontakt, ja, das finde ich total gut. Und was ich auch, also in meinem Vokabular würde ich so sagen, aus diesem Mangeldenken und so ein Fülledenken kommen. Ne? Nicht so ein Mangel, da gibt es ganz wenig und Flirt ist ganz schwierig, und Ja. sondern, nee, es gibt jeden Tag. Laufen mir Leute über den Weg und jeden Tag kann ich tolle Frau, tollen Mann treffen oder auch einen neuen Freund, wie du sagtest, ne? Das muss ja nicht unbedingt ein Partner sein, ne? Man kann ja auch so einen Kumpel kennenlernen und ne? Ja, genau. Oder eine Kumpeline sozusagen. Ja. Mein Kanal hat sich ja so ein bisschen ja, quasi wie von selbst so entwickelt in Richtung dieser toxischen, quälenden Beziehungen, die man versucht zu überwinden. Kriegst du das irgendwie auch mit in deiner Arbeit so? Menschen, die sich so völlig verlieren in irgendwelchen Auf- und Ab-Beziehungen, on-off und keine Ahnung so. Ja. Also, da ich ja jetzt zurzeit auch viel Kontakt habe zu anderen jungen Eltern, kriege ich das insofern mit, als dass eben die Geburt eines Kindes einfach sehr viel Neues mit sich bringt, was Paare absolut und was die Dynamik in einer Paarbeziehung total durcheinander bringen kann und auch toxisch machen kann. Wenn der Fokus dann nur noch auf dem Kind liegt und wenn auch die Zärtlichkeiten, die Berührung beispielsweise nur noch über das Kind laufen, und der Partner ganz dabei ausgeblendet wird, dann kann das schon toxisch werden, weil dann wird irgendwann ein Partner und auch diese eigentlich ja sexuelle Beziehung, die wir als sexuelle Wesen ja miteinander haben, wenn die aber total brach liegt, ja, dann kann das schon schwierig werden. Wenn dann auch noch die Kommunikation eben irgendwann so total verquer läuft, dann wird es echt schwierig. Ich kriege das viel auch bei Paaren so aus meinem Umfeld mit, die da ja, jetzt mehr oder weniger so kapitulieren, auch sagen, na ja, das ist doch irgendwie normal, also ist halt jetzt irgendwie schwierig auch gerade und so weiter und mal gucken, wir kümmern uns da vielleicht noch drum, aber ja, also in der Regel passiert das aber nicht und dann ist auch genau das da, was ich viel auch so in meiner, sagen wir mal, Elterngeneration mitbekomme, dass da echt die Kommunikation nur noch auf das Notwendigste reduziert ist und dann häufig auch sehr respektlos. Puh, also ja, da würde ich viel mehr so an Paare appellieren, dass auch die Beziehung ein Langzeitjob ist und dass wir nicht davon ausgehen können, dass so eine Beziehung einfach funktioniert. Also und dass halt gerade, wenn so eine große Veränderung durch ein Kind auf einmal passiert, dass wir da gewappnet sein müssen, klingt sehr unromantisch, aber dass wir auch da dann gucken müssen, dass wir uns auch als Paar weiterhin haben und für sich Zeiten einräumen. Ja, denke ich Dass auch. wir uns auch wieder als Paar haben, dass wir uns verabreden, schöne Zeit auch wieder miteinander verbringen, nicht nur mit dem Kind verbringen. Ja, das habe ich auch bei mir in meiner paartherapeutischen Praxis ganz viel erlebt, dass die Menschen sich dann, also die haben den Job im Blick, die haben die Kinder im Blick, aber die Beziehung soll irgendwie laufen, so von selber Ja. quasi, ne? Und eine Zeit Ja. lang geht das ja vielleicht auch, aber irgendwann, ja, was nicht mit Energie gespeist wird, das ja, verwelkt natürlich irgendwann sozusagen, ne? Absolut, absolut. Ich meine, ich habe es ja selber jetzt am eigenen Leib gespürt und ich habe vorher, Ja, bevor ich das Kind spannend. bekommen habe, habe ich viel auch so Tipps gegeben. Sex während der Schwangerschaft, Sex nach der Schwangerschaft. Ich konnte überhaupt ehrlich gesagt gar nicht mitreden. Das waren so, ich sag mal, so lapidare Tipps wie, ja, während der Schwangerschaft dann eben einfach von hinten nehmen, so ungefähr. Und nach der Schwangerschaft, ja, da muss man sich jetzt mal wieder zusammenreißen. Aber ich konnte überhaupt gar nicht mit, das und diese Hormon- und Emotionsflut, das war, ja, das muss man echt am eigenen Leib erleben. Und trotz alledem ist das für mich jetzt nicht super easy, sondern auch das ist nach wie vor für mich Arbeit. Und auch da musste ich lernen, ja, so der Shift wieder von meinem Kind weg zu meinem Partner ist extrem wichtig, dass ich ihn wieder sehe, dass wir uns gegenseitig wiedersehen und dass noch was anderes da ist, außer mein Kind. Ja, ist total spannend, ja, finde ich auch. Ja, das verändert eine Beziehung ja auch komplett, dein Kind, ne? Also irgendwie ist das, wenn man auf einmal zu dritt ist, ne? Das ist schon echt verrückt, wirklich, ja.
Ja, und kommt natürlich nicht drum rum heutzutage. Corona, wie erlebst du das so? Irgendwie die Quarantäne habe ich jetzt noch nicht gehört als Wort. Das fand ich total lustig. Das habe ich noch nicht gehört. Ja. Ja, also ich muss sagen, mir selber tut die Zeit gerade irgendwie sehr gut. Ich kann Ja. aber auch gut für mich sein. Ich liebe die Autonomie. Ja. Wir leben hier so ein bisschen abgeschieden in der Natur. Das genieße ich total. Wir gehen halt, ich gehe viel raus. Ich brauche das irgendwie so als Ausgleich auch. Ich kann jetzt nicht nur die ganze Zeit drinnen hocken. Ja, ich mache Sport. Also im Moment genieße ich die Zeit auch sehr. Frag mich mal in 2 Wochen, was dann ist, weil was dazu ja jetzt auch kommt, ist eben, es gibt die Betreuung jetzt gerade nicht für unser Kind. Das Okay. heißt, wir wechseln uns jetzt gerade immer ab im Schichtdienst. Und das ist schon jetzt eine andere Art von, ich hatte mich ja jetzt gerade so Anfang des Jahres wieder auch darauf gefreut, jetzt arbeiten zu gehen oder Ja. jetzt wieder regelmäßig auch zu arbeiten, Homeoffice zu machen und so weiter. Und das ist jetzt gerade wieder dann so ein bisschen durcheinander gekommen. Aber ich genieße ehrlich gesagt so diese komplette Zeit jetzt mit meinem Kind, da, ihn aufwachsen zu sehen, so, ey, krass, der kann Geil, reden oder er fängt schön. an zu reden. Das ist schon extrem schön. Ja. Und ich bin aber auch, also ich denke schon auch so ein bisschen daran, dass das Ganze jetzt zeitlich begrenzt ist. Also ich persönlich kann mir jetzt nicht vorstellen, Vollzeitmama zu sein. Ja. Und das soll nicht heißen, dass da Nee, ich jetzt, also das so stimmt. Ja, also ich weiß bewundere Frauen, die das können. Und ich finde das ganz, ganz toll. Für mich persönlich ist das nichts. Aber jetzt zur Zeit genieße ich das auf jeden Fall noch. Und ja, irgendwie auch so dieses Eingemuckeltsein in so eine Art Kokon zu leben ist. Ja, also ich schaue relativ wenig Nachrichten, aber das, was ich so mitbekomme, ist halt schon erschreckend, wie schnell diese Zahlen nach oben schnellen der Infizierten. Aber zeitgleich bin ich irgendwie da sehr, jetzt gerade auch bei mir und kann das Ja, für das ist mich gut. noch gut framen. Ja, spannend. Ja, ich war ja, meine Kinder sind ja schon erwachsen jetzt, aber ich war mit meiner Tochter war ich mal 2 Jahre Vollzeit zu Hause. Also das war schon so echt eine Erfahrung, vor allem vor 20 Jahren. Oh mein Gott, ey. Aber ich kann das total verstehen. Also irgendwann denkt man echt, oh Gott, arbeiten ist so viel weniger anstrengend als den ganzen Tag zu Ja, das habe ich jetzt auch schon, ja, genau, viel Hause von meinem Partner gehört. Ja, ich habe ja das sein. Ja. erste Jahr alleine aufgepasst. Ja, Und okay, ja, ja, das ist, das ja. ja, mit Corona, ja, müssen wir mal, ich bin mal gespannt, was das mit Beziehungen macht. Ich glaube, die kommen mehr auf den Punkt jetzt, ne? Also entweder man rauft sich zusammen oder wahrscheinlich fliegen auch viele auseinander, keine Ahnung, ne? Das ist schon echt eine Ehrlich krasse gesagt glaube Zeit. ich das auch, ja. Also zeitgleich sagen jetzt auch viele, das ist jetzt wahrscheinlich wieder so ein Babyboom-Jahr dann nächstes Jahr. Also das Wahrscheinlich geht dann. beides, genau. Genau, das kann natürlich auch passieren, das wäre ja auch was sehr Ja. Schönes. Aber ich glaube auch, dass dadurch, dass jetzt viele so aufeinander hocken, schneller klar ist, worum es geht und dass vielleicht da jetzt auch nochmal anders kommuniziert wird als sonst so im Alltag, so nebenbei irgendwie, ne? Also Ja. jetzt muss man ja irgendwie anders miteinander klarkommen. Ja, man muss halt hingucken, ne? Kann sich nicht mal so ablenken, so, ne? Gibt ja auch im Außen keine Ablenkung mehr, kann sich abends in die Bar gehen, mal eben oder irgendwie sowas, ne? Das ist schon Genau, eine ja, nee, das muss echt eine alles jetzt verrückte zu Zeit, Hause machen. ey. Ja, liebe Gianvaccio, vielen Dank für das Interview. Dann, genau, ich komme gerne zu dir auf den Podcast, freue ich mich drauf und ja, vielen Dank, dass du hier im Liebeschiff-Podcast warst. Okay. Dankeschön für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, Danke. okay.